Hey Freunde, ich bin's Flo. Willkommen zum neuen Video. Auf dem Gelände sind etliche Gebäude. Bis gleich, los geht's. Hier am Anfang sind gleich Garagenkomplex oder was das ist. Zugemüllt. Das schauen wir uns jetzt nicht an. Gehen wir mal hier weiter. Richtig schönes Wetter heute. Oh, vor allem arschheiß. Hier sieht man schon die ganzen Gebäude. Schauen wir mal hier ums Eck. Oh, ziemlich kaputt. Ich habe irgendwo mal ein Bild gesehen. Ich glaube, das war mal ein wunderschönes Kaminzimmer. Hier der Rest vom Kamin noch zu sehen. Ein paar Stühle. Wie gesagt, der Boden hier, das ist nichts mehr. Ja, schauen wir mal. Wann es gebaut wurde, wie lange es verlassen ist, weiß ich leider nicht. Aber mit Sicherheit sind da schon ein paar Monate vergangen, seit es verlassen worden ist. Au, hier noch mal ein Möbel. Freunde, schaut euch mal den alten Tisch an. Wahnsinn. Hier noch Sofa, Drehstühle, Kommode. Das war jetzt so eine Art Küche hier gewesen. Mal schauen, ob noch was drin ist, eine Überraschung. Ne, der andere. Auch der. Keine bösen Überraschungen. Hier bricht alles weg. Aber hier eine schöne große Terrasse, wo wahrscheinlich Kaffee getrunken worden ist oder gespeist wurde. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, wie gesagt, hier gibt es nicht mehr viel zu sehen. Da brauchen wir nicht rein. Das ist alles nur noch kaputt. Leider. Hier ein schöner Schornstein. Haben sie Leiter abgesägt, kommt man nicht hoch. Hier sind wir auch schon am eigentlichen Hotel angelangt. Dreistöckig. Und hier standen wir. So eine Art Funkmast oder irgendwas in die Richtung, riesiger Mast. Er ist aber eingestürzt, leider. Ich glaube, das ist das mitunter beste Zimmer. Es hat sogar noch Teppich drin, in Rot. Kleines Bad. Blaue Fliesen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Gebäudes. Ah, Keller. Ja, ist auf dem Weg liegt. Leider wieder, wie man sieht, Brandstiftung. Das ist einfach nur zum Kotzen. Aber was will man machen, ne? Hier alte Lattenrohrstühle, Matratzen angezündet. Vollidioten. Wieder Elektroschrank. Nichts mit drin. Und hier war wahrscheinlich, ja, wie gesagt, diese Versorgungsschacht vom Hotel bis hinter. Kopf einziehen. Jetzt macht's Pum. Überall den Lappen rauscht, Federn können. Freilufttreppenhaus. Zimmer sehen alle ähnlich aus. Auf jeden Fall nicht groß, ne?
Ich sag bloß auf die Fliesenfarbe, die mal wechselt. In wildesten Farben. 60er und 70er oder wann das war. Ich sag das alles gleich. Laufen wir durch zum letzten Raum. Ferienwohnung 206. Wilde Fliesen. Gut, dann schauen wir den dritten Stock. Hier nochmal der Ausblick vom dritten Stock. Zimmer waren alle ähnlich, jetzt waren immer schlechter. Dann schauen wir runter, ob es noch mehr zu sehen hier. Ja, alles mehr oder weniger kaputt. Das Nebengebäude. Hier kommt die Decke runter. Das Waschräume waren oder Küche, keine Ahnung. Hier haben wir glaube ich ein Bett drin. Ne? Oh, mal dunkelblau. Oh, schöner alter Sessel. Oh, ja, natürlich. Blümchenmuster. Matratze. Okay. Ja, Freunde, wie ihr seht, das ist ziemlich weit verzweigt hier. Richtiger Irrgarten. Wieder so eine Art Garagen oder? Oder war das irgendwie das Heizhaus wegen dem Schornstein? Ich weiß es nicht. Überall verteilt man wieder Mobil, ja. So, und jetzt kommen diese lustigen, Bungalow-Hütchen. Gibt es auch jede Menge davon hier. Aber schlechter Zustand halt, ne? Auch muss man ein interessanter Ort gewesen sein, auf jeden Fall. Ja. Hier Toilette. Wahrscheinlich ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer, ein kleines. Das hat dann gereicht, ne? Kleine Terrasse. Und gleich das nächste. Alle eigentlich gleich aufgebaut. Zwei Räume, Toilette, kleine Terrasse. Ja, da kann man schon ganz durchschauen. Alter Stuhl. Und wer von euch kennt man aus seiner Kindheit diese Center Parks Fananlagen, die hatten auch so kleine Bungalows. Gut, ein bisschen größer. Aber da war das ähnlich. Alter Ledersessel. Da haben wir nochmal Tratzen drin. Alter Spülkasten oben. Sieht man noch. Cool. Ja, und der Weg geht noch weiter. Spülkasten noch ein bisschen besser beieinander. Dieses creepy blau. Das Bett hinten dran, Matratze, Schrank, Überreste, Toilette oder Waschbecken. So, ich glaube, das ist die letzte. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja, und nicht so gut beieinander. Das ist Mischung aus rosa, lila, keine Ahnung. Oh, pass auf den Boden. Keine Ahnung. Ein Riesenschrank drin. Oh, hier geht es an die Grundstücksgrenze. Also, wenn ihr da hinten seht, die Betonpfeiler. Früher mal Draht dran. Gehen wir nur zurück. Ich weiß gerade, ob ich jetzt alles gesehen habe. Aber schon beeindruckendes Gelände wieder. Vergessen im Wald, rottet's vor sich hin. Von der Welt vergessen. Aber ich fühle mich wohl an solchen Orten. Gut, außer nachts und man macht irgendeine Geisterbeschwörung oder sowas. Ne? Dann ist es natürlich nicht so angenehm. Aber ich mag diese mobilen Orte. Hey Freunde, ich bin's nochmal Flo. Meld mich nochmal, weil ich Neuigkeiten
zu dem Video habe. Ein paar Tage nachdem ich hier war, habe ich noch was in Erfahrung gebracht. Deshalb bin ich nochmal an den Ort hier zurückgekehrt. Hier wurde eine Leiche gefunden. Und zwar vom Hulk Hogan-Double Bernd Bremer, der hier 2012 von einem Hamburger Wanderer die Überreste entdeckt wurden. Er erkannt, dass das Knochensplitter sind, die Polizei gerufen, wurde hier ermittelt und die Überreste geborgen. Und so kam eben raus, dass das die Überreste vom Bernd Bremer, dem Hulk Hogan-Double, sind. Und hier ist, das habe ich damals beim Filmen gar nicht gesehen und vergessen, hier ist eine bis auf Grundmauer niedergebrannte Hütte. Und der ist hier irgendwie zum Schlafen rein. Hat anscheinend da irgendwie so einen Gasheizer dabei gehabt, weil es da keine Heizung gab. Und ja, es war ein tragischer Feuertod eben. Ja. Manchmal endet das Leben tragisch. Ja. Freunde, noch zur Info, dieser, wo ich gesagt habe, der Funkmast, das war kein Funkmast, der war zusammengebrochen, das war eine Aussichtsplattform. Und ich glaube auch, dass das hier nicht eine Hotelanlage war, sondern auch so eine Art Erholungsheim. Wenn ich ganz allein bin, meine Ruhe habe und das genießen kann. Das ist einfach nur schön. Den Alltag vergessen kann. Oh Freunde, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Im Großen und Ganzen. Na gut, Freunde, ich fotografiere noch ein bisschen durch. Mache noch einen Drohnenflug. Wie immer, würde mich freuen über Daumen hoch. Ein Abo, Glocke nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 20 Minuten später. Hey Freunde, kleiner Nachtrag zum Video. Ich habe doch fotografiert gehabt, einen Drohnenflug startet, schön übers Dach rundherum. Dann macht's puff, Drohnenbaum gesenkt. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Da oben irgendwo drin. Jetzt müssen wir wohl oder übel versuchen, ob wir einen Baum steigen können und die rausholen. Ich mach die grob schon mal am Kopf und dann schauen wir mal. Kack. Ding irgendwie rauskriegen, verdammte Sch. Oh mein Gott. Heute ist nicht unbedingt mein Tag, ne. Das wird jetzt was. Denkt auch gerade 12 Meter hoch oder was? Oder 15 Meter? Sch. So hoch kann ich nicht mal irgendwas werfen, ne? Na gut, müssen wir halt mal schauen, ne? Oh mein Gott. Das ist so nervig, Leute. Das ist so besch. Nervig. Aber mal schauen, welcher Baum es jetzt war. Gott sei fix, ey. Zwei Stunden später. Oh mein Gott, da oben. Ja. Weiß nicht, wie der hochkommen soll. Ja, ich muss mal überlegen. Kurz Pause machen, Freunde.